Und Sie sehen es im Bild eingeblendet. Die Bundeskanzlerin betritt den Raum für die Pressekonferenz in ihrer Begleitung. Der regierende Bürgermeister von Berlin als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Herr Söder ist auch mit dabei als Stellvertreter. Hören wir rein, was beim Impfgipfel rausgekommen ist. Der regierende Bürgermeister von Berlin und der bayerische Ministerpräsident. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute eine Ministerpräsidentenkonferenz gehabt, die sich ausschließlich mit dem Thema des Impfens und der Behandlung auch der Geimpften und Genesenen befasst hat. Und der Bundesgesundheitsminister hat uns informiert über den Stand des Impfens, indem er uns einen Bericht gegeben hat und nochmal darauf hingewiesen hat, dass wir doch jetzt im zweiten Quartal deutlich Tempo gewonnen haben, was das Impfen anbelangt, während wir im ganzen ersten Quartal 10% der Bevölkerung nur impfen konnten. So sind es jetzt in den ersten drei Wochen des April bereits nochmal 10% gewesen und die Dinge werden sich also deutlich beschleunigen. Wir werden im zweiten Quartal 80 Millionen Impfdosen erwarten. Davon sind 50 Millionen von dem Hersteller BioNTech-Pfizer. BioNTech-Pfizer zeichnet sich dadurch aus, dass hier wirklich sehr, sehr zuverlässig geliefert wird. Und wir hoffen, dass aber auch insgesamt die 80 Millionen Impfdosen eintreffen. Es werden pro Woche 2,25 Millionen, das ist ja die Absprache mit den Bundesländern gewesen, Dosen an die Impfzentren gegeben. Hier werden auch sehr viele Zweitimpfungen jetzt in der nächsten Zeit stattfinden. Und seit einigen Wochen werden ja auch die Arztpraxen beliefert, jetzt im Augenblick mit ungefähr 1 Million Dosen pro Woche. Das sind 65.000 Ärztinnen und Ärzte, immerhin, die sich an dieser Aktion beteiligen. In Kürze werden es 2 Millionen dann pro Woche sein und das wird sich noch einmal steigern. Wir haben in vielen Bundesländern jetzt bereits die Prioritätengruppen 1 und 2 geimpft und die Prioritätengruppe 3 ist geöffnet. Und im Großen und Ganzen gehen wir davon aus, dass in der Prioritätengruppe 3 die Erstimpfungen im Laufe des Monats Mai stattfinden können, sodass wir dann spätestens, je nachdem, wie viele Impfdosen wir bekommen, ab Juni, aber ich sage nochmal spätestens, die Priorisierungen aufgeben können. Das heißt nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden kann, aber dann kann sich jeder um einen Impftermin bemühen und die werden dann nach Maßgabe der Versorgung auch gegeben. Ab Juni werden wir auch die Gelegenheit haben, dass die Betriebsärzte verstärkt in die Impfung mit hineingehen können. Es ist ja so, dass die Betriebsärzte heute schon in ausgewählten Bereichen dabei sind. Man kann auch bei kritischer Infrastruktur, das ist Prioritätengruppe 3, schon ganze Betriebe impfen. Die Frage ist dann nur, wie kommen Betriebe an diese Impfdosen? Und da müssen die Gesundheitsminister noch mal darauf achten, dass ja angesichts der unterschiedlichen sozusagen Häufung oder Dichte von großen Industriebetrieben in der Bundesrepublik Deutschland trotzdem eine gerechte Verteilung pro Länder, also pro Einwohner, erhalten bleibt. Aber das ist ein Thema, das werden die Gesundheitsminister miteinander besprechen. Der Gesundheitsminister hat uns weiter darüber informiert, dass er dann an einem digitalen Impfzertifikat arbeitet. Sie wissen, das ist dann auch das, was in Europa vernetzt verwendet werden soll und wo ja auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich über die technischen Verträglichkeiten und Vernetzungsmöglichkeiten bereits ausgetauscht haben und dafür den Rahmen geschaffen haben. Wir haben uns dann noch unterhalten über die Frage, wie sieht es aus mit der Bestellung des Impfstoffs Sputnik 5 oder V. Hier wird es ja keine europaweite Bestellung geben. Das heißt, die Bundesregierung bemüht sich selbst. Für uns entscheidend ist natürlich bei der Frage, wollen wir diesen Impfstoff mitverwenden? Die Frage, wann erfolgt die Zulassung durch die Europäische Medizinagentur?
Die Unterlagen sind noch nicht vollständig. Das Paul-Ehrlich-Institut ist da der Rapporteur, der Hauptrapporteur. Wir sind also immer gut informiert, aber die Unterlagen reichen noch nicht aus für eine Zulassung. Wenn diese Zulassung sehr bald erhalten wird, dann macht es natürlich noch Sinn, Dosen von Sputnik zu kaufen. Wenn das erst in einigen Monaten der Fall ist, dann werden wir insgesamt ja schon genug Impfstoff haben. Also davon werden dann auch die Fragen abhängen, wie viel wir für uns bestellen. Das war der erste Komplex der Diskussion. Und wir haben dann als zweites einen ersten Entwurf eines Papiers der Bundesregierung diskutiert über die Frage, wie gehen wir mit geimpften Genesenen um. Hier hat sich die Situation dahingehend geändert, dass das Robert-Koch-Institut vor kurzem festgestellt hat, dass von zweimal Geimpften 14 Tage nach der zweiten Impfung keine relevante Infektionsgefahr mehr ausgeht. Und das Robert-Koch-Institut hat auch, das hat es auch sehr lange nicht in der Klarheit gesagt, Genesene sind den Geimpften dann gleichzustellen, wenn entweder die Erkrankung noch nicht länger als 6 Monate zurückliegt oder aber die Genesenen eine Impfdosis haben plus 14 Tage für die Herausbildung des Immunschutzes und dann sind Genesene den Geimpften gleichzustellen. Es ist evident, und das hat das Robert-Koch-Institut in seiner Quarantäneverordnung auch schon deutlich gemacht, dass Kontaktpersonen ersten Grades, die doppelt geimpft sind und 14 Tage später keine Quarantäne mehr antreten müssen. Und es ist auch klar, dass da, wo als Zugangsberechtigung Friseur, Click and Meet oder Ähnliches Schnelltests erwartet werden, Geimpfte und Genesene diese Tests nicht beibringen müssen. Die Frage, was gilt darüber hinaus und welche Grundrechte haben diejenigen, von denen keine Infektionsgefahr ausgeht, wieder, die haben wir heute ausführlich diskutiert und die werden, das Ergebnis dieser Diskussion wird in einer Verordnung niedergelegt zum Infektionsschutzgesetz. Diese Verordnungsermächtigung ist ja im Paragraphen 28c des Infektionsschutzgesetzes schon angelegt. Die Verordnung muss vom Bundestag und Bundesrat beschlossen werden und wir haben heute mit den Bundesländern eine erste Diskussion darüber geführt, bei der natürlich die Fragen einmal des Grundrechtsschutzes, aber auch viele praktische Fragen diskutiert wurden. Das war, glaube ich, wichtig, dass wir das mal diskutiert haben. Und es ist ja auch klar, dass immer mehr Geimpfte, jetzt sind im Augenblick haben wir 7% der Bevölkerung, die doppelt geimpft sind. Das ist noch ein relativ kleiner Teil, aber dieser Teil wird natürlich wachsen. Wir werden, das will ich dazu noch mal sagen, dann in eine sehr in eine Übergangsphase kommen, die auch nicht einfach ist. Denn wir werden immer mehr Geimpfte haben. Ja, von den Erkrankungswahrscheinlichkeit betroffen, im Grunde eine Inzidenz von 200 besteht. Das heißt, wir haben immer dann noch ein erhebliches Risiko für unser Gesundheitssystem und müssen eben auf der einen Seite gucken, welche Rechte bekommen Geimpfte, aber auf der anderen Seite auch im Blick haben, es konnte ja noch nicht jedem ein Impfangebot gemacht werden. Was bedeutet das dann für die Infektionsgefahr für den noch nicht geimpften Teil der Bevölkerung? Das wird sich über den Sommer, wenn dann jeder sein Impfangebot hatte, natürlich in eine Mehrheitsmeinung umwandeln. Und irgendwann kommen wir an einen Punkt, dass nur noch die betroffen sind, die sich nicht impfen lassen wollen. Wir werden ja keine 100% Impfbereitschaft haben. Dann ist es eine individuelle Entscheidung. Aber in der Zwischenphase ist es natürlich eine Entscheidung, wo noch nicht jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden kann. Und mit dieser Frage müssen wir sehr sensibel umgehen und gleichzeitig unsere grundrechtlichen Gegebenheiten im Grundgesetz auch beachten. Und das wird auch noch mal eine erhebliche politische Anstrengung sein. Es war eine gute, konstruktive Diskussion, für die ich mich sehr bedanke. Herr